Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Markus, zweites Testspiel, zweiter Sieg hier 6:0 in Bautzen. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Spiel? Ja, man hat gemerkt, dass die Jungs ein bisschen müde sind. Wir haben zwar das Training auch ein bisschen reduziert, damit sie heute ein bisschen frischer haben, aber es ist normal, Stand der Vorbereitung, dass sie jetzt ein bisschen müder sind. Aber Spieltempo hat der erste Halbzeit nicht so ganz gepasst, muss ich sagen. Wir waren auch nicht so zielstrebig, wie wir es eigentlich sein wollen. Und dann kriegst du halt zu wenig Chancen, hast dann hinten ein paar Mal fahrlässig auch vielleicht die Zweikämpfe nicht so wirklich angenommen und Stellungsspiel ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber ja, zweite Halbzeit ist dann ein bisschen besser geworden, muss man schon sagen. Und haben wir auch das eine oder andere Tor gemacht. Vor allem die jungen Spieler haben das ganz gut gemacht. Ja, ich kann leider nur was zur ersten Halbzeit sagen. Zweite Halbzeit waren wir mit Autogramme schreiben beschäftigt. Erste Halbzeit war ein bisschen langsam gespielt, ein bisschen schläfrig, nicht so den Gegner vor große Aufgaben gestellt. Und das war eigentlich so ein bisschen Unzufriedenheit bei uns dann auch in der Halbzeitpause. Das haben wir intern gemerkt. Der Trainer hat das dann auch nochmal angesprochen, was eben nicht so geklappt hat, dass wir uns wenig Torchancen rausgespielt haben und dann halt nur 1-0 in Führung gegangen sind. Ich glaube, das haben die Jungs im zweiten Durchgang wesentlich besser gemacht. Aber das sind jetzt alles Sachen, die auf uns zukommen werden auch in der Saison. Und lieber jetzt hier schon ansprechen und direkt so eine Sache ansprechen, wie als wenn wir das lange vor uns herschieben. Und das war heute das Manko, dass wir in der ersten Halbzeit das Spieltempo nicht so schnell hatten, dass der Gegner große Probleme hatte. Ja, ich glaube, dass wir ein bisschen schwer hatten, reinzukommen. Erste Halbzeit haben sie uns schon schwer gemacht, haben die Bälle gut hinten raus kombiniert. Ja, wir sind nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir es dann einen Ticken besser gemacht, konnten ein bisschen früher attackieren und konnten ein bisschen verunsichern, haben viel den Ball in eigenen Reihen gehabt. Und ja, ich glaube, hinten raus ist dann auch ein bisschen die Luft ausgegangen beim Gegner. Denno, dein erstes Spiel wieder im Dynamo-Trikot ist vorbei. Hat sich schön angefühlt, wieder das Dresdner Dress zu tragen? Ja, auf jeden Fall, absolut. Ich habe es genossen. Der erste Test jetzt, das erste Testspiel, ist jetzt ein bisschen zum Reinkommen natürlich auch. Die Abläufe ein bisschen wieder kennenlernen. Die Fitness natürlich auch, aber das kommt alles zusammen. Und ich denke, ja, war ein guter Test. Parki, willkommen zurück. Könnte man sagen, wie war es für dich heute wieder, dein Spiel für Dynamo zu bestreiten? Ja, natürlich ist mein Job, deswegen nach dem Urlaub, ich muss auch ein bisschen so fit bleiben. Dann deswegen bin ich schnell wie möglich in Deutschland gewesen und dann schnell wie möglich bei Dynamo Dresden gekommen, nach der Nationalmannschaft. Ja, natürlich sehr, sehr Spaß haben mit den Jungs und neuen Spielern auch. Ja, einfach genießen. Ja, es hat zumal vorne geklappt mit 6 Toren, aber auch hinten im zweiten Testspiel ist man ohne Gegentreffer geblieben. Dann auch wichtig als Signal für die Abwehr und auch für das Tor und auch ein wichtiges Element in so einem Testspiel? Ja, klar, wenn du Spiele gewinnen willst, dann ist es natürlich erstmal von entscheidender Bedeutung, dass du zu Null spielst. Und das haben wir auch immer wieder gesagt, jetzt auch vor den Spielen. Klar wollen wir Tore machen, aber wir wollen natürlich auch dementsprechend Tore verteidigen. Also wir wollen halt zu Null spielen. Und wenn wir das hinkriegen, dann sind wir nach vorne immer gefährlich genug, um Tore zu machen. Ja, man braucht sich hier bloß umgucken. Ich glaube, der Mann des Spiels ist klar, auf wen das fällt. Das fällt heute auf dich. Bist du auch zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, ich versuche immer alles zu geben. Ich fühle mich viel besser, wie ich es in der Hinrunde gefühlt habe. Und ich versuche das Beste für den Verein zu geben, damit er seine Ziele erreicht. Ja, du hast schon angesprochen, viele Autogramme. Es waren echt viele Fans hier mit in Bautzen dabei. Du kennst die Region. Wie schön ist es, dass man dann auch hier zusammenkommt? Und vor allen Dingen, was man für Bedingungen hier bei Bodisar Bautzen vorgefunden hat. Letzte Woche in Königswartha war das schon echt gut. Und heute ja eigentlich genauso. Genau, also es ist auch immer, irgendwo sich in der Region zu zeigen und wir sprechen immer viel von Zusammenhalt und Dynamoland und ich glaube, das war Königswartha ein sehr gutes Beispiel, heute Bautzen wieder. Da sieht man mal, wie groß die Dynamo-Familie ist und da ist nur ein kleiner Teil, den man dann vielleicht mal mit Autogramm und Fotowünschen zurückgeben kann. Wir wissen aber auch, dass wir mit vielen Siegen und einer erfolgreichen Zeit den Fans noch mehr wiedergeben können und das ist das, woran wir jetzt arbeiten, aber sich Zeit nehmen dafür und wenn es auch mal eine Halbzeit dauert, das ist völlig in Ordnung. Jeder soll auf seine Kosten kommen, ja, und jeder soll irgendwo ein Autogramm bekommen oder ein Foto. Und das ist auch unsere Aufgabe. Dazu wollen wir aber auch noch ordentliches Fußballspiel zeigen, damit die Leute halt dann auch wieder ins Stadion kommen und sagen, okay, bei der Mannschaft tut sich was und diese Unterstützung brauchen wir. Ja, also ich war auch schon ein paar Mal hier, also es ist echt schön. Ich kenne mich so ein bisschen aus hier und es ist immer was Schönes natürlich, vor Zuschauern zu spielen. Auch bei den Testspielen hat man gesehen, wie viele da waren. Das ist natürlich immer schön. Es gibt den Jungs ein gutes Gefühl für die Saison, glaube ich. Ja, in einigen Tagen steht dann jetzt das Trainingslager in Österreich an. Ist die Vorfreude bei dir da schon groß, dass du sagst, du freust dich jetzt dann auf die kommenden 7 Tage?
Ja, natürlich. Also das Trainingslager schweißt noch mal ein bisschen zusammen auch die Mannschaft. Und glaube, wird uns allen gut tun. Werden viel arbeiten, denke ich, und haben 3 Testspiele. Und ich glaube, das wird schon ganz gut werden alles, ja. Ja, ich glaube, das ist eine gute Chance, das eben das Team noch näher zusammenzurücken zu lassen, an den kleinen Kleinigkeiten noch zu arbeiten, ein bisschen Spaß zu haben, ja, und dann mal ein bisschen länger aufeinander zu hocken. Mein Gott, da muss man immer das Beste draus machen. Das kann irgendwann dann auch mal ein bisschen nerven. Aber ich glaube, dass wir eine gute Truppe haben, wo wir da schon ordentlich Spaß haben werden. Ja, Trainingslager ist immer so wie früher Klassenfahrt. Da, so ist das immer, man hängt dann wirklich nicht aufeinander, aber man hat viel miteinander zu tun, ob das jetzt mit dem Staff ist, ob das also das Team drumherum und ob wir als Mannschaft, das finde ich immer eigentlich eine ganz gute Sache, um enger zusammenzurücken, ja, um ein paar Spiele zu machen, auch einfach mal zu quatschen. Du lernst die Neuzugänge kennen, für die ist immer ein leichter Einstieg dann. Aber zwischen allem den schönen Zeiten werden wir auch trainieren, Testspiele absolvieren und das ist dann dieser Baustein, wo ich immer sage, das ist ein ganz wichtiger in der Vorbereitung, Sommer wie Winter. Und wir haben gesehen, was uns das Wintertrainingslager letztes Jahr gebracht hat und so wollen wir dieses Sommertrainingslager auch wieder nutzen, damit wir diesmal 2 erfolgreiche Halbserien spielen. Super, vielen herzlichen Dank.